Herzlich willkommen Sportwettenfreunde, willkommen zu Sportwetten Lifestyle und einem weiteren Video und zwar zum Thema Tenniswetten. Ja, für die meisten sind Fußballwetten am beliebtesten und werden am häufigsten getippt und danach folgt, so würde ich es einschätzen, Tennis zusammen mit Basketball. Und bei Tenniswetten gibt es eben wirklich wichtige Regeln, die man beachten sollte, wenn man damit erfolgreich sein möchte. Und die meisten, nehme ich an, wetten einfach sehr oberflächlich. Die schauen sich vielleicht die Quoten an und wetten dann auf Favoriten oder so. Aber bei Tenniswetten gibt es wirklich Faktoren, die kaum einer berücksichtigt. Und genau das werde ich dir nämlich jetzt erklären. Das sind so die Grundlagen. Wenn du die Grundlagen mit zur Analyse beachtest, dann wirst du auf jeden Fall schon mehr Erfolg haben mit Tenniswetten, wie wenn du nur oberflächlich wettest. Ja, und zwar sind die Inhalte folgende. Zuerst mal möchte ich dir die allgemein ganz, ganz groben Tennisregeln vorstellen, weil es bringt eben nichts, wenn du nicht weißt, wie Tennis überhaupt richtig gespielt wird. Dann zum Zweiten kommen die wichtigen Faktoren, die bei Tenniswetten eben mit einfließen müssen bei der Analyse. Punkt Nummer 3 sind dann, welche Turniere gibt es überhaupt beim Tennis, auf welche Turniere kann man gut wetten und so weiter. Und der vierte Punkt sind dann die Märkte, welche Wettarten bei Tenniswetten gängig sind. Wir fangen direkt mal an mit dem Punkt Nummer 1 und zwar die Tennisregeln. Ja, gespielt wird Tennis entweder Einzel, das wäre zwei Spieler dann, oder Doppel, das sind vier Spieler. Beim Einzel ist eben das Spiel 1 gegen 1 und beim Doppel 2 gegen 2. Ein Spiel geht so lange, bis der erste Spieler oder die ersten Spieler zuerst 4 Punkte erzielt haben. Dabei müssen die Spieler aber mindestens 2 Punkte mehr als der Gegner haben. Ja, ein Satz beinhaltet 6 gewonnene Spiele. Ja, die Grand Slam Turniere haben immer ein Best of 5 bei den Herren und ein Best of 3 bei den Damen. Ja, das sind so die Tennisregeln, wirklich nur ganz grob. Ich denke von euch, die meisten kennen die Tennisregeln auch, aber ich wollte es trotzdem angesprochen haben, da es eben bestimmt auch Leute gibt, die überhaupt nicht wissen, wie viele Sätze es jetzt gibt und so weiter. Punkt Nummer 2, die wichtigen Faktoren. Ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist der Rasenbelag. Und zwar wird auf 4 verschiedenen Belägen gespielt. Das ist zum einen Sand, dann Grasbelag, Hartplatz und der Teppichbodenbelag. Das sind so die 4 Belege und jeder Tennisprofi hat seine Stärken und Schwächen auf den Plätzen. Es gibt Spieler, die eben auf dem Sand wirklich spitze sind, aber dann auf dem Hartplatz eben genau das Gegenteil. Und deshalb sollte bei der Analyse auf jeden Fall beachtet werden, auf welchem Belag das jeweilige Turnier gespielt wird. Dann ein weiterer wichtiger Punkt, den viele gar nicht beachten, ist, dass es Links- und Rechtshänder beim Tennis gibt. Das spielt eine große Rolle, dann wer gegen wen spielt, ob Links gegen Rechtshänder, Rechts gegen Rechts und so weiter. Und der letzte Punkt ist eben noch, dass es verschiedene Spielertypen gibt. Es gibt gute Aufschläger, Grundlinienspieler, defensive Spieler, Allrounder und eben die Netzspieler. Und auch darauf sollte bei der Analyse auf jeden Fall geachtet werden, welcher Spielertyp gegen welchen Spielertyp spielt und dort eben ganz genau schauen, wer da die Vorteile und die Nachteile hat oder was genau die Vor- und Nachteile sind. Ja, das waren so die wichtigen Faktoren, die du bei Tenniswetten auf jeden Fall beachten solltest. Wir kommen zu Punkt Nummer 3 und das sind die Turniere. Im Großen und Ganzen sind die bekanntesten die Grand Slam Turniere. Kennst du sicherlich auch die Australian Open, French Open, Wimbledon und die US Open. Diese werden auch jeweils auf verschiedenen Plätzen gespielt, also Belegen gespielt. Dann gibt es noch die ATP und die WTA Turniere. ATP sind die Herrenturniere und WTA eben die Damenturniere. Und von allen diesen Turnieren, die Bewertung fließt eben mit in die Weltrangliste, die Tennis-Weltrangliste. Kommen wir zu Punkt Nummer 4 und zwar die Märkte. Welche Märkte gibt es bei den Tenniswetten? Und hier haben wir zum einen die klassische Moneyline, das heißt, wir wetten ganz normal auf den Sieger
1 oder 2. Dann haben wir die Handicap-Wetten, das heißt, wie beim Fußball auch, geht eben hier ein Spieler mit mehr oder mit weniger Punkten an den Start. Dann haben wir noch die Gesamtanzahl der Spiele. Hier ist es genauso wie beim Fußball, das Über und Unter. Sehr, sehr beliebt ist beim Tennis hier das Über oder Unter 27, 28,5 Punkte pro Satz. Und hier gibt es auch mehrere Varianten dann. Und zu guter Letzt haben wir noch die Siegwetten. Dort wetten wir eben auf den Turniersieger. Das ist meiner Meinung nach so am schwierigsten einzuschätzen, weil bei Tennisturnieren auch häufig Überraschungen passieren. Und man sollte eher das Turnier Schritt für Schritt beobachten, dort die Wetten platzieren, wie wenn man von Anfang an auf den Sieger tippt und man weiß aber gar nicht, wie das Turnier verläuft. Das ist so meine Erfahrung. Und im Großen und Ganzen waren das die 4 Punkte der Grundlagen bei Tenniswetten, die ich dir vermitteln wollte. Ich denke mal, wenn du auf jeden dieser Punkte achtest bei der Analyse, dann wirst du auch merken, dass es gar nicht so einfach ist, hier richtig gute Tennistipps zu analysieren. Das ist auch sehr zeitaufwendig. Und wenn dir das Video gefallen hat und du sagst, okay, du möchtest auch mit Tenniswetten erfolgreich sein, dann haben wir für dich die Tenniswetten Premium Tipps. Hier habe ich einen Experte, der sich sehr, sehr gut im Tennis auskennt und sich auf diese Sportart spezialisiert hat. Weil ich bin nicht der Tennisexperte bei Sportwetten. Ich habe da einen anderen Experten, von dem ich auch meine Tipps bekomme. Im Fußball mache ich das alles selber, aber im Tennis eben nicht, weil ich dazu auch gar nicht die Zeit habe und das Wissen über Tennis. Und wenn du da Interesse hast und sagst, ja, du möchtest mit Tenniswetten auch erfolgreich sein, du hast keine Zeit, du hast das Wissen gar nicht, um die richtig, richtig guten Tennistipps herauszupicken, dann findest du hier unter dem Video in der Beschreibung einen Link. Dort kannst du dir den Zugang zu den Tenniswetten Premium Tipps sichern. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn dir gefallen hat, welches Wissen ich dir hier über Tenniswetten vermittelt habe. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du das machst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Sportwetten. Bis dann. Ciao.